Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play-Projekt. Diesmal wird es, wie ihr seht, Minecraft sein. Ich habe ein paar Mods installiert, nämlich Growthcraft, Big Reactors, dann noch Easy Simple Jetpacks und Thermal Extension, viele Dinge und dann noch Ruby Mods, damit wir was mit Rubin, Saphir und Smaragden anfangen können. Und ja, dann noch ein paar Performance Mods. Jo, die Welt wird geladen. Landschaft wird heruntergeladen. Es dauert ein bisschen. Dusch. So. Als erstes werde ich das im LAN öffnen und die LAN-Welt starten. Und siehe da, es wurde Arena. Und wer ist Arena? Wer weiß. Das müsst ihr noch herausfinden. Jo, und hier ist ein Bienenstock. Siehst du meinen Namen gerade? Wo bist du eigentlich? Da, hier, dreh dich um. Umdrehen. Hallo! Da vorne! Da, wo ich gerade hinguck. Da in die Richtung. Hast du bekommen? Habe ich jetzt gerade nicht gehört. Okay, war das alles? Ah, cool. Du hast das Spiel verlassen. Richte dich nicht auf. Starte einfach neu. Lass mal ein paar Bäume kaputt machen. Ich habe auch schon ein bisschen Reis gesammelt. Ich glaube, ich mache mal ein bisschen Musik dazu an. Einen Moment. Ich habe gerade irgendwo einen Wolf gehört. Wolf ist gestorben. Ah, da ist einer. Für dich vielleicht das Fenster auf nur etwas größer ziehen, dass du hier noch das alles im Blick hast. Verstehst du? Voll wild weg. Unten in die Ecke und dann etwas länger ziehen, sodass du das hier noch hast. Genau. So. Arina sitzt nämlich gerade in der Nähe von mir und da kann ich mit ihr reden. Da ist Arina auch schon wieder.
Ja, du bist schon im Spiel. Da steht irgendwie, dass die Verbindung zwischen uns schlecht ist. Ah, jetzt ist sie gut. So. Arena, willst du es mitteilen, wer du bist? Pö. Da hinten ist auch Bambus, Julia. Immer wenn du auf Inventar gehst. Ja, scheiße. Dann tu mal not enough items weg. Vielleicht klappt es dann. Hä? Hä? Ja. Ja. Kleines Haus für den Anfang. Ich baue schon mal den Bambus ab, ja. Okay. Probieren wir jetzt ein Inventar zu öffnen, ob es klappt. Ich habe jetzt mein Kopfhörer was leiser gemacht, damit ich dich höre. Ich bin da am Meer. Bambus brauchst du zum Anpflanzen, ne? Den roten Bambus. Okay. Sprossen, wie kriegt man denn die Sprossen? Ja, okay. Ich hab dir hier einen kleinen, ja, Mini-Wald. Pionierwald an Bambus habe ich dir stehen lassen. Hoffe, das reicht, ne? Kommst dann gleich auch nach? Okay. Gebe ich dir auch direkt eine Axt. Dann kann ich auch bald mit dem Meinen anfangen. Ein bisschen Reis und Weizen habe ich auch für dich, ne? Verbindung. Ja, also kannst du wieder direkt starten, ne?
Ja, gut. Du das. Wächst der Bambus auch so von alleine? Nee, ne? Nur die Sprossen. Ja, ich brauche 4 Bambus für einen Bambusblock. Das ist doch voll uneffektiv. Ah, ich habe aber schon eine Idee. Jetzt gerade was Designtechnisches machen. Das Bambus. Ach so. Okay, die sieht cool aus. Die gefällt mir. Wollte jetzt was Dekoratives machen. Echt voll cool. Vor allem, das ist hoch genug, dass uns keine Monster angreifen. Darüber tue ich dann noch eine Holzschicht. Wow, bin begeistert. Gleich kommen schon die ersten Monster. Ja. Soll ich nochmal neu öffnen? Ja, Moment. Starte ich mal neu. Wie, du hast kein Internet mehr? Mal trennen und wieder verbinden. Ja, hast du wieder? Warte. Müsste da sofort bei dir erscheinen. Ach, du meinst unser WLAN-Netz. Okay, das. Unser Haus sieht so stylisch aus. Sind da keine Monster?
Esel sind da. Ah. Donner Monster, komm mal lieber zurück ins Haus. Julia. Sieht's nicht schön aus? Ist voll cool, ne? Ach ja. Bist doch der Bambusmeister hier. Also nicht wundern, es hört sich so an, als würde ich Selbstgespräche führen, aber ich kann Julia ja hören. Würde mich dem nicht nähern. Ich sehe schon vor mir. Ist sogar ein Enderman. Oh Gott. Nein, was machst du? Komm zurück zum Haus. Komm zurück zum Haus, Julia, bitte. Mach mir Sorgen um unser Wohlergehen. So. Schmeißen wir das alles zu? Tu das in die Kiste. Honigwaben, Waben, Bienen. Super. Und du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da kannst du dir schon mal ein Bienenhaus machen. Hier drin. Ah, da kannst du kannst da sowieso nur eine Biene rein tun. Ach so. Ah. Steht da irgendwo dann eine Anzeige? Wieso tust du da Honigwaben rein? Steht da irgendwo, wie lange die brauchen, um voll zu werden? Alter! Eine Gruppe von Zombies. Warte mal, was ich bekommen habe. Ja, Grundnahrungsmittel. Nicht essen, anpflanzen später. Wo, wo, wo? Echt? Zeig. Nein. Ich bin tot. Oder auch nicht. Schnell ins Haus. Boah, wie hässlich du. Das willst du ein Pfeil fressen. Gib mal F5. Ach, jetzt wird's wieder hell, oder was?
Ah, hier, das brauchst du ja. Der Bambusch. Ich setze hier gut. Ja, es ist auch noch nicht. Kannst ja auch hoch und dann gucken. So, jetzt sind hier keine mehr. Keeper sehe ich hier aber nicht. Die greifen dich nicht an bei Tag. Oh Wunder. Mag ich nicht. Richtig, deswegen kannst du nicht bei dir aufnehmen. Du bist nicht tot. Gut. Wir müssen ein paar Schweine töten, sonst verhungere ich. Mach uns die Steaks fertig. Ich gebe dir gleich auch eine Spitzhacke, dann kannst du mir auch mithelfen, ja? Ja, vor allem am Anfang wichtig. Erwarte. Spitzhacke. Aus, wo sonst? Da bitte. Echt? Cool. Ach, die produzieren die auch? Cool. Wir hatten ja noch eine andere Bienenwabe irgendwo gehabt, glaube ich. Gleich bitte mitmalen, ja? Voilà. Da wollte meine Steuerung nicht so, wie ich wollte. Eisen erst. Ah, ja, stimmt. Ich werde als erstes wahrscheinlich so einen Dampfdynamo bauen oder so. Ja, genau, Äpfel, der Apfelbäume. Nee. Aber wenn du Eichen kaputt haust, kriegst du ja manchmal welche.
dunkel, also müsste ich die. Ja, genau. Ich habe Eisen. Wenigstens 6. Ah, ne, doch nicht. Gut. Ich glaube, die wichtigsten Dinge sollst du jetzt in den Chat schreiben. Sie hat Äpfel gefunden. Und ich habe Blei. Ne, Zinn. Ah, noch besser. Für den Anfang ist Zinn unentbehrlich. Höhle. Geil. Wenn du runterkommst, ein paar Schritte von mir Abstand halten, damit ich hier in Ruhe zur Höhle kann. Da ist ein Creeper, der wartet schon auf uns. Da siehst du, Creeper. Wieso kommst du nach unten, wenn du keine Leben mehr hast? Sammel all deine Sachen ein. Kette. Hier ist auch schon Yellowreed, das ist gut. Kupfer. Läuft. Ui. Ui. Kohle auch. Boah, geil. Yellowreed bitte erst abbauen, wenn wir Eisenspitzhacke haben, weil sonst geht's kaputt. Also Yellowreed ist gelb. Ey, da liegen noch Sachen von dir. Okay, Yellowreed-Erz kannst du doch schon abbauen mit der Steinspitzhacke. Spinne gehört, das fällt mir nicht. Spinne gefunden. Ich mach den Boden rum. Ist nicht mehr. Okay, hier ist Eisen. Hier ist Lava und auch andere. Ugh.
Okay, du kannst bei mir weitermachen, mein Spitzhacke ist kaputt. Ich komme gleich nach unten und dann... Wenn du gefunden hast, immer. Komm kurz zu dir. Du musst ja auch Fackeln mitnehmen. Hallo? Hallo? Bitte Eisen geben? Okay. Bis gleich. Nee, hast du noch. Da hinten durch. Aber aufpassen, da sind noch Monster. Du hast kein was mehr? Ja, dann kommst du auch lieber mit hoch. Denk dran, das Wichtigste in den Chat schreiben. Papa fragen. Ja, wir gucken gleich. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es mir einbilde, aber ich glaube, ich kann die Bienen summen hören. Cool. Was brauche ich für einen Dampf? Kupfer, ganz viel Kupfer und Redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mal Kupfer. Nur 9 mal? Ja, 9 mal Kupfer. Die Folge ist jetzt schon lang genug. Die beende ich mal. Wir sehen uns dann gleich in Folge 2 wieder. Bis dahin.